Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kryptonauten, und herzlich willkommen zu einer Videoausgabe in der Kryptosektion der Formationsdata. Heute ist der Donnerstag, der 22. November 2018. Kryptonauten, ich bin am Dienstag wieder da. Zwischendurch gibt's Pause, das bitte sich klar machen. Und der Grund ist schlichtweg, es ist World of Trading. Morgen, übermorgen, ich werde mich auch gleich auf den Weg machen. Im Übrigen wird dieses Jahr richtig viel über Kryptos gesprochen. Es gibt richtig viele Themen und Vorträge zum Thema Kryptos. Letztes Jahr gab es nur einen einzigen Vortrag, glaube ich, zum Thema Kryptos. Da hat so manch ein Experte gesagt, naja, eine Blase kann es ja nicht sein, wenn hier auf der World of Trading darüber nicht gesprochen wird. Da habe ich mich gefragt, ja, ob das so stimmt oder ob das nicht eher so an der deutschen Trading-Industrie eher vorbeigeht. Es ist an der deutschen Industrie einfach, also Trading-Industrie, ist diese ganze Kryptomanie im Jahr 2017 vorbeigegangen. Sei es drum, dieses Jahr wird viel darüber gesprochen, sogar Herr Hosp ist da und macht alle Krypto fit. Meiner einer spricht über das Trading, zum Beispiel am Freitag in einem 40-minütigen Seminar über Exit-Strategien. Und da sind, glaube ich, aber alle Plätze schon ausgebucht. Man kann aber, das machen nicht wenige, sich vorher an die Tür stellen und dann taucht der eine oder andere doch nicht auf und man bekommt einen Platz. Da erkläre ich, wie aus meiner Sicht Exit-Strategie funktioniert, worauf man achten muss. Da bekommt man Einblicke auch in unser Trading-System. Am Samstag um 10 Uhr auf der großen Bühne spreche ich über Crash-Potenzial des Dow Jones. Wen es interessiert, wen es nicht interessiert, sowohl am Freitag als auch am Samstag. Am großen Stand von JFD, direkt am Eingang, wenn man reinkommt, die Treppen runtergeht. Ich glaube, um 14 Uhr spreche ich über die einfachsten und besten Einstiegsstrategien. Und vor allen Dingen, liebe Trader, ihr könnt Preise allein von uns im Wert von 10.000 Euro gewinnen. Unter anderem einen Platz in der geschlossenen Telegram-Gruppe, wo es fundamentale News gibt, wo wir Trades vorstellen, wo wir jeden Morgen unsere Mentorschüler briefen oder ihr könnt Einblick auf unsere Live-Trading-Liste bekommen. Über 6 Monate. Ihr könnt einen Seminarplatz gewinnen. Ihr könnt 6 Monate Ausbildungsprogramm gewinnen. Ihr seid herzlich eingeladen. Es gibt auch noch viele andere Preise, die man dort gewinnen kann. Und wenn ihr mich auf der WOT trefft und eine Frage habt und ich da irgendwo rumlaufe, dann haltet mich einfach an, sprecht mich an. Herzlich gerne. Freue ich mich, wenn ihr kommt. So, jetzt was Bitcoin angeht. Hier hatten wir gesagt, der Drops ist gelutscht. So. Da hatte ich gesagt, also entweder man ist hier short oder man hat keine Position, denn wir haben nach einer 6-monatigen Konsolidierung die Zone von 6.000 bärisch aufgegeben. So, jeglicher Pullback ist short. Dann kam die nächste Welle und dann haben wir miteinander darüber gesprochen, dass ich schon den Großteil meiner Short-Position rausgenommen habe, meine Stops eng gemacht habe, Stops rausgenommen. Das wäre ja noch schöner. Meine Stops enger angepasst habe und dass ich davon ausgehe, dass wir in eine Konsolidierung übergehen werden, dass der Markt sich jetzt hier stabilisieren wird, weil wir diese fallende Linie haben, die den fallenden Trend begrenzt und weil wir hier diesen Ausverkauf von 2600 Punkten, die wir gemacht haben, die haben wir jetzt nach unten weitestgehend abgearbeitet, mittlerweile 2500 Punkten. Und was dann noch dazu kam? Volumen. Das letzte Mal, dass wir in diesem Jahr so viel Volumen hatten, das war hoppala. Hier, was ist denn da passiert? Oh, es gab eine Gegenwelle und dann sind wir in eine Konsolidierung übergegangen. Das folgte daraus. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Ich will nur sagen, mit dem hohen Volumen, mit dieser fallenden Linie, mit der Tatsache, dass wir das abgearbeitet haben und auch, dass wir, wenn man sich das so in der Woche anguckt, hier haben wir noch eine horizontale Marke, hier ist es Widerstand, das ist eine potenzielle Unterstützung, da kommt schon einiges zusammen. Das heißt, ich sehe eine eher größere Wahrscheinlichkeit, dass der Markt in eine Seitwärtskonsolidierung übergehen wird. Was aber nicht heißt, dass diese Tiefs auf gar keinen Fall mehr rausgenommen werden. Das heißt, ich weiß schlichtweg gerade nicht, ob der Markt nochmal einmal den nach unten macht, die 4000 rausnimmt, ob er jetzt 3,8 macht, 3,7 macht, 3,5 macht, keine Ahnung. Jetzt würde ich sagen, was will ich mit der Aussage anfangen? Nicht traden, gerade. So. Nur übergeordnet wird es eher in eine Seitwärtsphase übergehen.
Das halte ich für deutlich wahrscheinlicher. Damit das übrigens auch klar ist, alle meine Bitcoin-Shorts sind raus, Ethereum Classic Short, Megatrade. Alle sind raus. Litecoin war schon im Plus ausgestoppt worden und ich habe jetzt noch XRP drin. Damit das auch völlig klar ist, wie wir es handhaben und was wir handhaben. Was Bitcoin angeht, übergeordnete Seitwärtsphase, wahrscheinlicher. In dieser Phase wird es dann aber auch, glaube ich, solche Kerzen geben. Aber eher nach einer Konsolidierung, so wie hier. Wir haben Doppelboden gebildet und dann sind wir da durchgegangen. Und so etwas erwarte ich hier, dass wir in den nächsten Tagen konsolidierende, klare Formation bilden und dann erkennt man es und dann kann man es traden. Und man muss da nicht vorher auf irgendetwas wetten. Wenn ich mir das so im ganz Kleinen angucke, im 5-Minuten-Chart, würde ich sagen, ja, Bärenflagge. Aber wisst ihr was? Diese Stange ist viel zu, wenn ich so salopp sagen darf, fett. Und die Konsolidierung noch viel zu kurz, als dass ich sagen kann, also wenn es jetzt bricht, dann können wir short gehen. Nee. Das ist zu nah an dieser wirklich sehr starken Unterstützung. Guckt euch mal, was hier passiert ist. Das heißt, wenn der jetzt hier in dieser Flagge noch weiter drin bleibt und dann irgendwann mal runterkommt, dann kann man darüber reden, oh ja, das passt vom Chancen-Risiko-Verhältnis. Ansonsten jetzt gerade, nee. Denn wenn diese Flagge, die ich euch gezeigt habe, bricht, wäre für mich das erste Ziel wieder hier, in diesem Bereich, im Bereich von 4.1, 4.000. Punkt. Falls ich recht haben sollte, was wir nicht wissen, und wir gehen in eine übergeordnete Seitwärtsphase über, wo dann die Seitwärtsphase sogar bullisch aufgelöst wird, und dann gehen wir in eine noch größere Seitwärtsphase über, müsst ihr eins wissen, so wie hier, so wie hier, so wie hier, wird es dann wieder heißen, oh, das war der Boden. Oh, also jetzt, also jetzt geht's zur Sache. Für mich ist es so. 6.000 ist the Great Wall. Okay? Alles darüber ist, wie hieß das Ding? The Haunted Forest oder so? Also, das ist Bärenterritorium. Ganz einfach. Erstmal muss the Great Wall überwunden werden. Und dann können wir darüber sprechen, dann haben wir einen anderen Markt. Wenn ich es mir wünschen könnte, damit das völlig klar ist, weil manche sagen, ja, ich will, dass Bitcoin fällt. Nope, tut mir leid, muss ich euch enttäuschen. Wenn ich es mir wünschen könnte, bitte lieber Bitcoin-Preis, das, was du nach unten gemacht hast, genau in dieser Art und Weise, nicht über einen Tag, sondern so über 4, 5, 6 Tage, genau einfach wieder hier zurückkommen. Oh, es wäre großartig. Nur ist das leider sehr unwahrscheinlich. Erst wenn der Markt es schafft, die 6.000 zurückzuerobern, würde ich sagen, okay, wir sind im neutralen Gebiet. Solange ist das hier alles Bärenfeld, Konsolidierung und man muss dann innerhalb dieser Zone seine Trades sich suchen. Wenn ihr, und das hat mal Steve Jobs gesagt, wenn du jeden Tag deines Lebens so lebst, als wär's dein letzter, wirst du eines Tages Recht behalten. Du wirst dann halt aber auch, das hat er nicht gesagt, aber das ist, was er dann gemeint hat, du wirst aber auch viele fatalistische Tage verbracht haben. Bedeutet, schaut mal, nochmal, oh, das sind eindeutig Kaufgelegenheiten, nee, das sind Kaufgelegenheiten, nee, das sind Kaufgelegenheiten, nee, das sind Kaufgelegenheiten. Und bei den Altcoins ging es ja immer weiter, nee, das sind Kaufgelegenheiten. Wie wäre es denn, wenn ihr nicht versucht, also ihr könnt ja machen, was ihr wollt, ich kann euch nur sagen, was ich mache. Ich will nicht den Boden haben. Ihr dürft den Boden haben. Ich komme viel zu spät rein. Ich komme 50%, 60%, 100% zu spät rein. Nur wisst ihr was? Dann liegt mein Geld nicht in der Ecke rum. Das ist ja das, was ich versuche, die ganze Zeit euch immer zu erklären. Und rumliegen ist ja das Beste. Das Schlimmste ist ja, wenn man dann auch noch richtig dicke in die Miesen geht. Wenn jemand sagt, ich habe da wirklich ein ganz kleines Geld, was ich auch verlieren kann, was mir egal ist, dann sage ich, ja, dann ist die Rendite dann aber auch nicht so interessant, oder? Also wenn ich in etwas investiere, dann will ich, dass es sich für mich lohnt. Und deswegen, Leute, ich wäre vorsichtig, wenn hier wieder eine weiße Kerze kommt und das heißt, ah, jetzt geht's aber los. Aber jetzt geht's aber los. Ich entlasse mich immer wieder aus dem Bild, ich muss in der ersten Welle dabei sein. Die erste Welle gehört anderen. Ich will, dass ich die erste Welle erkenne, dass ich eine klare Trendumkehr erkenne. Und dann will ich im Anschluss bei der zweiten Welle und der dritten Welle
und der vierten Welle und der fünften Welle und der sechsten Welle dabei sein. Wer versucht, die erste Welle zu erwischen, ist so wie jemand, der versucht, jeden Tag seines Lebens so zu leben, als wäre es der letzte. Man trifft fatalistische Entscheidungen. Meine Meinung. Ihr dürft gerne eine andere haben. Hier, um es nochmal technisch zu machen, wir müssen uns ganz klar hier mit dem FIBO beschäftigen. Erste richtig, richtig starke Widerstandszone wird natürlich die psychologische 5000 sein. Bei 5000 ist auch die 38% Retracement-Marke. So, das heißt, ist es so, dass der Markt jetzt hier im Bereich von 4,6 nicht mehr weiterkommt, wieder zurückkommt? Wunderbar, mach gern Doppelboden, dann wissen wir, dein Ziel ist im Bereich von 5000. Richtig stark wäre der Markt, wenn er es schafft, hier in Richtung 5556 zu kommen. Dann hätten wir die Unterkante der Jahrestiefs. Das wäre die 61% und das wäre dann ja wiederum eine Fortsetzung des gesamten Jahres 2017, wo dann immer wieder die Pullbacks zwar an die 61% die Retracement-Marke rangekommen sind, aber nie mehr darüber hinaus. Falls der Markt das machen will, in der ersten Welle, unwahrscheinlich. Im Moment sieht der Markt noch schwach aus. Noch eine Ehrenrunde erscheint wahrscheinlicher. So, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich treffe euch auf der WOT und wenn nicht, am Dienstag wieder hier, wenn wir gemeinsam auf die Krypto schauen. Mein Name ist Hamed Esnachari und Leute, wie immer wünsche ich mir und euch, dass die Kryptos zum Leo Superhaufen steigen, nicht nur zum Mars. Hauptsache, ihr alle bleibt gesund und glücklich.